Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect, Staffel Nummer 7, Folge Nummer, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 50, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, willkommen zurück in unserem wunderschönen kleinen Gefängnis, in diesem wunderschönen regnerischen Tag und unserem seit der gestrigen Sonntagsfolge, hoffe ich mal, dass das Sonntag war, ich bin mir dann nicht mehr ganz so sicher, haben wir ja in der letzten Folge ohne Ende Holz gefällt und werden jetzt hier vermutlich ohne Ende Geld machen, was wir natürlich auch dringend benötigen, denn wie gesagt, wir haben jetzt hier noch haufenweise Ausgaben, wir müssen das Grundstück kaufen, welches zuerst ist eigentlich relativ egal, die Kosten ändern sich nicht nennenswert, wir müssen den Sicherheitswall bauen, wir müssen da oben anbauen, wir müssen da anbauen, wir müssen die Werkstatt noch fertig machen, wir müssen da noch Boden reinklatschen in die Werkstatt, damit der auch schon mal fertig wird irgendwann mal. Wir haben ohne Ende Arbeit vor uns und das ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach umzusetzen. Also ich denke mal, wenn ich mir jetzt hier mal einfach so abschätze, wie lange ich noch brauchen werde, um das alles hier problemlos fertig zu kriegen, dann muss ich tatsächlich jetzt mal grob schätzen, tatsächlich, ganz böse wie ich bin, muss ich grob schätzen, dass wir hier Tatsache noch sicherlich über 200 Folgen in diesem ganzen gottverdammten Gefängnis sitzen. Wir haben jetzt die... Das ist jetzt quasi etwas mehr als ein Viertel. Das hier unten zählt mal als über ein Viertel, aber das da ist ein Viertel des Gefängnisses. Das müsst ihr euch so bildlich vorstellen. Und was hier unten zusätzlich gebaut ist, können wir abziehen, weil wir die Sicherheitsmauer noch nicht fertig haben und die Umrandung mit Zaun und Ähnlichem auch noch nicht. Das heißt, wir haben grob gesagt wirklich jetzt ein Viertel der Folgen fertig und wir sind bei circa Folge 50, also... Chill out. Also wir werden definitiv deutlich über 100 Folgen kommen. Und ja, dieser gottverdammte Knast wird auf jeden Fall zu Ende gebaut. Also keine Sorge, ich muss jetzt hier nicht wieder ein Let's Finish zu Staffel Nummer 7 machen. So wie zu Staffel Nummer 5. Kriegen wir schon auch hin. Ja. So, geheimer Informant. Ja, natürlich, bist du ein geheimer Informant. Vielleicht holen wir unsere Leute mal wieder, die geheime Informanten sind. Beziehungsweise, nee, besser nicht. Die sind ja gerade am Arbeiten. Die möchte ich jetzt natürlich nicht dabei stören. Das wäre ja unhöflich, ne? Vergiss das nicht. Alles, was übrigens hier mittlerweile als Baumschule genutzt werden kann, hätte ich übrigens ganz gerne auch als Baumschule genutzt. Das heißt, auch die Fläche, die wir jetzt hier vorne zur Verfügung stehen haben, hätte ich ganz gerne, dass das schon mal Baumschule wird. Die Begründung ist ja relativ einfach. Es kann schon mal direkt genutzt werden. Und unsere finanzielle Lage sieht momentan leider immer noch nicht so wirklich rosig aus. Hier sind überall aber noch Bäume, die gefällt werden. Und die Werkstätten explodieren und können gar nicht mehr effizient arbeiten. Aber da ist jetzt offiziell auch schon die Freizeit eingebrochen. Das heißt, wir müssen jetzt schon mal ein bisschen Platz schaffen. Ich denke nicht, dass dieser Tag der 100% produktivste war, weil wir hatten noch ganz, ganz viel Metall, was natürlich mit zurückverarbeitet worden ist heute. Und das heißt, da wird natürlich jetzt nicht so viel Geld bei rumspringen, macht natürlich keinen Sinn. Ich nehme mir mal die ganzen Bretter und den ganzen anderen Käse hier schon mal raus. Das muss weg, das muss weg, das muss weg. Ja, so, und dann wollen wir jetzt hier unten natürlich nochmal anfangen. Wie gesagt, das ist ein bisschen langweilig, hier immer diese Sachen rauszupicken, aber es geht nicht anders, das System lässt es leider nicht anders zu. Weil selbst wenn ich jetzt einen Exportraum dahin baue, wie gesagt, das Holz wird nur im Rohzustand in den Export gebracht und das habe ich nie verstanden. Und auch wenn oft mal gesagt wurde, das wird gefixt, irgendwie habe ich das bei mir hier nie gemerkt, dass das gefixt worden ist. Deswegen, ich bleib mal dabei, ich mache das auch liebend gerne selber, denn für das bisschen Geld lohnt es sich ja auch zu arbeiten, nicht wahr? Auch wenn ich das jede Folge sage, ich will hier nur sicherstellen, dass ich mich hier rechtfertigen kann, nicht wahr? Ja, so, und ich hoffe mal, wenn wir jetzt hier dieses Ganze, ich kann die Zahl oben nicht sehen, weil ich jetzt hier mich auf meinen Mauszeiger konzentrieren muss. Ja, mein Sichtfeld ist gerade eingeschränkt. Das heißt, ich bin gleich selber überrascht, wie viel Geld wir übrig haben werden. Ihr könnt das Spiel ja mal mitmachen, einfach auf den Mauszeiger konzentrieren. Das nächste Mal, wenn es dieses Mal noch nicht geklappt hat. Und euch überraschen lassen, was übrig bleibt. 78.000 Euro, davon sind 46.000 so viel durch das letzte hier unten gerade reingegangen. Und da oben, das zählt separat. Also, es ist nicht wenig, ne, für 78.000 Euro, da kannst du schon einiges mit anfangen, auch wenn wir gerade schon wieder Geld ausgeben müssen, um diese lange Baumreihe hier vorne natürlich wieder zu pflanzen, das dürfen wir nicht vergessen. Man hört es schon so, dieses Plöp, 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 aber hier fehlt noch ohne Ende Holz, meine Güte, hier oben wird natürlich jetzt auch wieder alles mit Holz zugebaut, das heißt, wir werden schon noch ein bisschen Geld in Holz investieren müssen. Das Schöne ist, wir haben jetzt mittlerweile eine Person, die Überkapazität drüber ist. Was für mich nichts anderes heißt, außer wir müssen mal dringend noch eine neue Werkstatt bauen. Bitte haut mich nicht. Ja, also wir brauchen nochmal eine neue Werkstatt. Ich glaube, da dürfen wir uns einig sein. Ich kopiere mir mal einfach kackdreist, wie ich bin.
die Werkstatt von da unten einfach mal hier hoch. 20.000 Euro für das bisschen, ja, das können wir doch noch machen. Da gibt's Schlimmeres. Bist du nach. Was macht. Was. Wa, was. War was? Was, Junge? Was machst du da? Nochmal für blöde. Ich versuche das zu kopieren und das da oben einzufügen. Hat er verstanden? Ich versuche das zu kopieren und das da oben einzufügen. Die Frage ist, ich habe das da drüber gemacht. Ja. Ja, das schafft er schon. Ich glaube, das da oben zählt übrigens immer noch nicht doch, das zählt als Gebäude. Alles safe Gebäude. Wobei planieren heißt ja nichts. Bauen mit Ziegeln heißt blockiert. Und das heißt auch blockiert. Ja, komm. Egal, soll mich mal nicht interessieren jetzt. Wir haben jetzt, weiß ich nicht, wie viel 1000 Euro ausgegeben. Ziemlich viel. Für eine neue Werkstatt. Das heißt natürlich, dass ich die hier oben auch für die Leutches hier freigeben muss, sonst bringt das Ganze ja natürlich nichts. Und zum anderen müssen wir natürlich hier auch 15 Jobs mal reinklatschen, sonst ist das natürlich auch langweilig. Nächster Punkt ist dann übrigens, dass wir hier Betonplatten schon mal reinbauen. Ich möchte ja auch die Bodeninfrastruktur hier irgendwann mal fertig kriegen. 3800, ganz ehrlich, ich mache jetzt hier überall, wo Werkstatt ist, diese scheiß Betonplatten schon rein. Ich will, dass das jetzt fertig wird. Ich will, dass das jetzt gescheit aussieht in den Werkstätten. Deswegen feuerfrei, was hier alles aussieht, als könnte es eventuellerweise Geld bringen. Beziehungsweise schön aussehen und diesen Knast aussehen lassen. So, wir haben übrigens Essen. Das heißt, die Leute, die hier permanent in der Bestrafung drin sitzen, kriegen die Bestrafung jetzt beendet. Der hat Essen hier immer noch. Du hast keine permanente Bestrafung. Du hast was gegessen. Das heißt, bitte gehst du wieder raus. Du hast was gegessen, du gehst auch bitte aus der permanenten Bestrafung raus. Ich wollte nur sicherstellen, dass sie auf jeden Fall was zu essen kriegen und sich nicht wieder selbst davon abhalten, indem sie irgendeinen Scheiß bauen. Wir geben natürlich auch wieder Geld aus ohne Ende für Bäumchen, die jetzt überall wieder neu gepflanzt werden müssen. Das heißt, vielleicht kommen unsere Gärtner, doch es sind 10, die kriegen das hin. Wir müssen denen ja auch mal ein bisschen was zutrauen, nicht wahr? Deswegen, also hier vorne wird natürlich jetzt gerade diese wunderschöne neue Werkstatt fertig gebaut. Der Boden kommt rein, in die anderen Werkstätten kommt auch der Boden rein. Begründung ist klar, wir haben einen Mitarbeiter mehr, als wir Stellen haben. Jetzt haben wir nicht mehr 90, sondern 105 Stellen in den Werkstätten frei. Und das heißt, insgesamt maximale Kapazität sind übrigens 120. Mehr Werkstätten werden wir im ganzen Gefängnis nicht bauen. Das heißt, es schadet, glaube ich, nicht, wenn wir jetzt hier ruhig schon mal ein bisschen in die Zukunft investieren. Das ist schnell erledigt. 14.000 Euro haben wir zurzeit, das ist jetzt nicht gerade die Menge. Kennt man ja schon. Ein bisschen was geht tatsächlich gerade schon wieder für Bäumchen drauf, habe ich gerade gehört. Nach da bitte, genau, nach da auch. Das hier ist noch keine Werkstatt, das da drüber schon. Wird schon irgendwie alles gut gehen. Bisschen viel Geld, was wir jetzt in den letzten Tagen in sowas hier investiert haben, aber es muss sein. Es muss ja irgendwann auch mal gescheit aussehen in diesem Knast. Ne? Wir wollen ja nicht nur, dass das Ding hier irgendwie, weiß ich nicht, irgendein improvisierter Haufen Müll bleibt. Ha, schön ist das. Ja, vielleicht, na, jetzt ist gerade leider Nacht, jetzt kann ich das gerade schlecht machen. Ich hatte mal überlegt, ob wir ja hier oben nicht irgendwann mal so Wachtürme hinbauen können. Diese sogenannten Guard Tower. Weil wenn ich den jetzt hier hinbauen würde, wäre das ja theoretisch kein Problem. Wir hätten dann, ich muss den mal ganz kurz planen hier. Der Guard-Turm kommt einen Abstand von dem, dann käme jetzt hier das und dann hätten die einen Meter Durchgang. Das wäre natürlich jetzt auch schon ein bisschen wenig. Wobei, ich weiß nämlich nicht, ob diese Guard-Türmchen mittlerweile so funktionieren, wie ich mir das natürlich erhoffe. Ansonsten müssen wir den einfach nicht da einbauen, sondern der kommt jetzt hier in diese Telefonecke rein. Das heißt, das hier wäre jetzt der Guard-Tower, dann käme hier ein Zaun hin und da ein Zaun hin. Dann könnte die Tür da oben sogar stehen bleiben. Das Einzige, was ich dann ändern müsste, wäre der Eingang hier vorne zu diesem Guard-Tower hin. Das könnte man aber organisieren. Da müssten wir nur die Telefonzellen mal kurz demontieren. Ganz ehrlich, das ist es mir wert. Dafür gebe ich jetzt tatsächlich gerne mal Geld aus. Denn das ist einfach relativ praktisch, wenn ich jetzt hier so ein bisschen den ganzen Käse fertig baue. So, hier diese ganze Kacke kommt bitte auch wieder weg. Und ich hätte dann ganz gerne schon mal einen Wachturm. Auch wenn wir noch keine Sniper haben. Das ist, denke ich mal, erstmal kein großes Problem. Bitte das alles dahin bauen. Da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin. Da oben ist schon eine Lampe. Alles kein Problem, das sollte gut gehen. Da bitte noch die Lampe hinbauen. Dankeschön. Dann einmal hier innen drin bitte mit diesen Betonplatten auslegen, hatte ich mir überlegt. Ich hätte dann als nächstes ganz gerne, dass hier dieser Weg natürlich nach da erweitert wird. So, das hat nämlich schon mal den Vorteil, die brauchen natürlich Personaltüren in dem Fall, weil diese Sniper-Leutjes kriegen ja aus irgendwelchen Gründen keinen ganz normalen Schlüssel. Und wenn wir das da schon geschafft haben, dann hätte ich ganz gerne, dass wir das hier oben auch nochmal schaffen. Ich denke mal, das wird schon was werden. Da Zaun, die Tür geht zum
zur Tür hier oben hin auf, logischerweise. Das heißt, das hier wird Zaun. Dann wird das da dringend Betonplatte, das übliche. Dann kommt nach da vorne natürlich auch nochmal diese Vierer-Erweiterung Stein, die wir ja auch hier hingebaut haben. Vierer-Erweiterung steht. Da wird der ganze Käse schon eingebaut. Hier vorne fehlt noch eine wunderschöne Betonplatte. Genau, das Türmchen da wird auch schon fertig. Es ist doch wundervoll, oder? Da kann man sich doch fast nicht mehr beschweren. Da habe ich eine Lampe vergessen und da auch, sehe ich gerade. Das ist ja traumhaft. Und dann kommt hier natürlich ebenfalls wieder ein Guard Tower rein mit der Tür nach da. Wir haben jetzt übrigens auch schon tatsächlich kein Geld mehr. Das heißt, es wird nicht schaden, wenn wir das jetzt hier mal mit den Baumaßnahmen für heute sein lassen. Das heißt, wir müssen uns jetzt gleich erstmal sowieso was anderes suchen. Die 18 Telefonzellen, die würde ich aber ganz gerne mal woanders wieder aufbauen, weil das wäre ja jetzt schade, wenn die hier irgendwie verloren gegangen wären. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt 18 Telefonzellen. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir einfach so. Jetzt haben wir noch 11. Wenn wir uns das hier mal so angucken, mache ich hier nämlich jetzt einfach auch noch Stein hin. Fertig ist der Osterhase. Danach da auch nochmal Stein. So, dann nach da Stein und nach da Stein. Und dann kommt hier nochmal diese 18 Telefonzellen oder was auch immer wir noch übrig haben, nach da. So, und dann haben wir immer noch 4 Stück übrig. Die können wir ja dann auf 5 erweitern und da noch dran klatschen. Komm, ganz ehrlich. So, ja, jetzt haben wir natürlich gar kein Geld mehr. Ja, komm, egal. Sollen wir uns mal keinen Stress machen. Erstmal soll das hier fertig gebaut werden. Und je schöner das für unsere wunderschönen Gefangenen ist, desto besser ist es doch, oder? Dieser Knast soll schließlich schön werden, soweit das geht. Und die Guard Tower sind hier nur dafür da, dass falls hier... Was war das denn gerade für draußen für ein Geräusch? Falls wir hier eventuell tatsächlich mal das Problem haben sollten, dass hier irgendwie... Ja, ja, der blitzt da jetzt aus irgendeinem Bug rum. Falls wir hier tatsächlich mal irgendwie Probleme haben sollten mit den Gefangenen, mit einem hohen Gefahrenlevel und ähnlichem, Bedürfnisse angucken, Essen und ähnliches ist relativ hoch. Jetzt gibt es Essen, es gibt heute keine Schlägerei bis jetzt. Genau, das heißt, das Gefahrenlevel wird jetzt natürlich wieder sinken. Alles gut, liebe Leute, alles gut. Es ist schon kritisch, aber alles gut. Ich hoffe mal, das sinkt jetzt so langsam. Es ist ziemlich krass, dass das morgen so stark steigt, dieses Gefahrenlevel, aber... Was willst du machen? So, alle sind am Essen. Die sind zum Teil schon wieder am Ausflippen. Warum geht denn jetzt das Gefahrenlevel nicht runter? Die haben doch Essen abgearbeitet. Also, ich glaube, ganz ehrlich, vielleicht machen wir hier schon jetzt wieder Freizeit hin. Also, irgendwie ist das heute komisch. Ich weiß nicht, was da los ist. Aus irgendwelchen Gründen steigt das Gefahrenlevel jetzt unendlich an. Es gibt noch keine Schlägerei. Das ist schon mal schön. Aber das wird jetzt vermutlich nicht lange auf sich warten lassen. Weil das ist ja jetzt schon ein sehr, sehr kritischer Bereich, in dem wir uns da bewegen. Geht mal bitte alle eure Freizeitaktivitäten nach, das wäre super. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwo schon eine Schlägerei gibt. Immerhin hat es jetzt aufgehört zu steigen. Wie freundlich, was hast du da drin zu suchen? Du hast da, du hast da Training. Ach so. Spiel, möchtest du mich verarschen oder geht's mittlerweile wieder? Nicht genügend Geld verfügbar, geh mir doch nicht auf den Sack. Was ist das denn jetzt für eine Logik? Das da ist bitte übrigens nur für Personal. Und das Gefahrenlevel sinkt. Na Gott sei Dank. Aber warum ist der hier drin am Trainieren? Der trainiert doch gar nicht. Da sind doch die Handelbänke. Ihr habt da nicht drin zu trainieren. Bewegt deinen Arsch daraus. Hä? Sind die jetzt irgendwie ganz verwirrt oder sowas? Das Spiel geht kaputt. Die trainieren alle. Ich muss mal ganz kurz. Irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Das ist gerade nicht in Ordnung. Dass die da alle doof rumstehen und das Training hier abgearbeitet wird. Ich raff das nicht, da sind die Hantelbänke und die stehen da irgendwie doof rum. Hä? Na egal, komm, Freizeit ist hoffentlich gleich vorbei, dass sich das wieder fängt. Eieieiei, das ist aber jetzt schon so ein bisschen kritisch, ne? So, Gefahrenlevel sinkt, das ist schon mal gut. Ui, also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das so komisch verbuggt ist gerade. Das ist ja sehr verwirrend, dass die hier gerade alle doof rumgestanden haben. Egal, Freizeit ist rum, jetzt gibt's Arbeitszeit. Das Gefahrenlevel ist aus irgendwelchen Gründen nicht runtergegangen. Obwohl alles unten ist, ausgenommen Kleidung. Das ist jetzt aber auch ein bisschen gelogen hier, das Gefahrenlevel, oder? Ja, ja, genau. Bleibt mal ruhig auf 2 stehen, interessiert mich jetzt nicht. Wir müssen irgendwie ein bisschen an Geld kommen, weil ich möchte hier schon irgendwie, dass das mal fertig wird hier von der Baustelle her. Das ist ja sonst dämlich. Die Telefonzelle demontierst du mal bitte. Die Telefonzelle demontieren wir auch nochmal. Ich hätte die ganz gerne ein bisschen anders angeordnet. Aber trotzdem, egal. Lassen wir die... Entschuldigt. Dieses wunderschöne Gefahrenlevel ruhig erstmal haben. Ich verkaufe mal gerade auf die Schnelle noch ein bisschen Holz hier. So das und das. Ich möchte ja schließlich nur gerade mal ganz kurz eben hier mit den Steinplatten fertig werden, die ich hier oben ja noch bauen muss, weil die 2 habe ich verpennt.
Genauso wie ich mal eben ganz kurz mit den Telefonzellen hier vorne fertig werden möchte. Ausgenommen zwei Stück, können wir die alle bauen und das ist schon mal super. So, genau, die wird jetzt demontiert, dann kommt die hier vorne wieder hin. Ich finde das irgendwie designtechnisch schöner, wenn ich jetzt hier diese wunderschöne Telefonzelle so anbaue. Bitte warten, genau, und wieder da hinten. So, weil jetzt haben die jetzt hier vorne irgendwie so ein, wisst ihr, das sieht irgendwie, weiß ich nicht, gescheiter aus oder sowas. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ja, hier oben wird jetzt hoffentlich noch die letzte Steinplatte dahin gebaut. Das wäre natürlich auch super, wenn das hinterher schön aussehen würde. Genau. Und was es jetzt hier mit diesem Training an der Stelle auf sich hat, möchte ich jetzt ehrlich gesagt fast schon eher nicht mehr bearbeiten. Ich sehe übrigens gerade, wir haben tatsächlich das Problem, dass hier keine Flächen mehr frei sind, dass auch fast keine Leute in den Werkstätten arbeiten. Mit 92, okay, da oben wird jetzt viel gearbeitet, das ist klar, aber trotzdem, das ist ja eher nebensächlich, sag ich jetzt mal. Weil die müssen sich natürlich jetzt irgendwo schon Holz herholen, weil so wie das da jetzt ist, ist natürlich Quatsch, ne? Aber was willst du machen? Gefahrenlevel sinkt wieder, das ist gut. Hier unten wird quasi nichts produziert, aber das Holz liegt halt doof rum. Das Problem ist, die werden sich unter den Werkstätten untereinander immer nur eine Person, die ganze Zeit Holz holt. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade effizient, aber naja gut. Da unten laufen auch wieder irgendwelche Leute auf der Suche nach Kleidung, Drogen oder ähnlichem rum. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, das ist jetzt die gute Frage, vielleicht geht das ja gut. Das ist alles immer relativ, sehr, sehr relativ. So, da vorne werden natürlich auch wieder 5000 Schmuggelwaren gefunden. Mit der Isolationshaft wird auch wieder um sich geschmissen. Zwangsläufig, wir können es ja nicht ändern. Das ist ja einfach nur der Standard jetzt mittlerweile. Ja, und die trainieren hier tatsächlich immer noch an der Stelle. Das heißt, ich für meinen Teil speichere jetzt nochmal ab. Reine Vorsichtsmaßnahme. Und am Ende dieser Folge werde ich dieses wunderschöne Gefängnis natürlich nochmal auf Null resetten. Im Sinne von, ich werde einfach das Spiel neu starten. In der Hoffnung, dass es dann weg ist. Wenn es dann nicht weg ist, müssen wir da leider oben nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Warum die denn hier so... Guck mal da, da steht das... Du siehst nicht Fernsehen, du bist im Hof. Als was ist das denn hier ausgewiesen? Ach so, das zählt ja auch immer noch als Hof. Das ist ja das Dämliche an der Sache. Aber trotzdem, das ist doch Hof. Oder irre ich mich da? Habe ich das jetzt hier als Gruppenraum ausgewiesen? Das ist Hof. Das ist eindeutig Hof. Also du brauchst da kein Fernsehen. Du kannst da kein Fernsehen gucken. Da ist nichts. Mein Freund, da ist nichts. Deswegen, also jetzt haben sie es hoffentlich auch verstanden. Beziehungsweise jetzt ist einfach nur Arbeit. Ich glaube, die sind jetzt so oder so einfach nur nach Plan abgedriftet. Da oben wird quasi nicht gearbeitet. Wie gesagt, das liegt jetzt daran, dass da wenig Holz ist. Was willst du machen? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, wie es jetzt ist. Und das heißt, wir sollten jetzt erstmal in den nächsten Folgen ein bisschen anfangen zu sparen. Auch wenn mir das natürlich immer schwerfällt. Aber wir sollten anfangen zu sparen darauf, dass wir jetzt hier unten da die 120.000 Euro zusammenkriegen, um mal dieses... wie viel Quadratmeter, 24.000 Quadratmeter Fläche freizukriegen, weil wir müssen ja irgendwie mal hinbekommen, dass das da ein bisschen zusammengebastelt wird, beziehungsweise wir wieder mehr Platz haben für Holz und mehr Platz für alles haben. Das wäre natürlich traumhaft, aber das kann natürlich alles noch so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. So, wie sieht's aus momentan? In unserem kleinen Knast, von den Bedürfnissen her. Jetzt hat sich das alles erstmal wieder gefangen. Das ist gut, nur Kleidung ist immer noch ein Riesenproblem. Ich hoffe mal, dass die Wäscherei, in Anführungszeichen, ich weiß, es ist ein Traum, aber der fühlt sich für alles zuständig und der leider nur für die Einlieferung. Das heißt, die Wäscherei bringt nichts. Wir müssten die jetzt tatsächlich anders zuweisen. Das Problem ist nur, das bringt auch nichts, weil wenn ich hier unten den Trakt dran baue, dann ist die natürlich selbstverständlich da unten für zuständig und das macht keinen Unterschied. Personaltechnisch haben wir 10 Hausmeister. Ich weiß nicht, ob das ausreichend ist, aber es könnte ja eigentlich reichen. Also von daher, naja gut, so. Wir haben wieder mal unsere wunderschöne Schicht hier vollbracht. Es ist jetzt Freizeit, das heißt, ich werde jetzt hier mal ganz kurz wieder unsere typischen Mengen an Holz und Kleinzeug hier verkaufen. In diesem Fall nochmal zum Ende dieser Folge hin, weil wir müssen natürlich auch nochmal wieder ein bisschen Geld dazu verdienen. Damit ich in der nächsten Folge schon mal direkt weiß, was ich machen wollte, nämlich sparen. Haha, ich werde bestimmt in der nächsten Folge wieder denken, oh, ich habe Geld, lass erstmal Geld ausgeben. Das ist natürlich jetzt nicht ganz das Ziel, aber ich hoffe mal, ich werde daran denken, das so ein bisschen zurückzuhalten.
Wobei ich natürlich auch schlecht gar nichts ausgeben kann, weil dann wird die Folge ziemlich schwierig mit Inhalt zu füllen. Weil wenn dann natürlich, wenn wir nichts bauen, wird das natürlich relativ öde schnell. Weil wenn wir uns jetzt nur mit den Bedürfnissen oder unseren Gefangenen an sich beschäftigen, ist das natürlich alles relativ. So, da wird natürlich jetzt auch noch fleißig. Ohne Ende Geld eingenommen, das ist doch schön. So, das auch nochmal und das auch nochmal. Und wir haben immerhin 95.000 von den 120.000 Euro schon zusammen. Es sieht auch nicht so aus, als würden hier die Bäume so schnell fertig werden in der nächsten Folge, dass wir da schon direkt wieder davon ausgehen müssen, dass das Geld für Bäume drauf geht. Weshalb ich jetzt mal vorsichtig optimistisch sagen möchte, wir könnten eine gute Chance darin haben, wenn wir jetzt ein bisschen abwarten. Hier, die Gefängnistüren haben sich übrigens auch schon wieder verabschiedet. Das heißt, es wird Zeit, dass wir dieses Spiel nochmal schön entspannt neu starten. Gleich kriegen wir aber hin. So, Isolierung 30 Minuten. Jetzt gibt's Essen in... Jetzt. Also, der hat jetzt Isolierung. Der wird vermutlich vom Essen wieder nichts abkriegen. Das ist natürlich jetzt nicht so ganz der Plan, aber was willst du machen? Der Typ wird jetzt zurück in seine Zelle gebracht. Ist nicht ganz so das Ziel von dem ganzen Käse. Es wird Gefangenen zur Zelle. Ich weiß nicht, wo seine Zelle ist. Offenbar ganz am Arsch der Welt. Also der wird vom Essen auch wieder nichts sehen. Das ist immer so ein bisschen das Doofe. Das heißt, er kriegt jetzt wieder nur Frühstück ab. Außer er macht morgen früh einen Aufstand. Dann kommt er wieder in die Isolationshaft und hat gar nichts von dem Essen. Das ist natürlich alles so ein bisschen das Problem an der Sache. Aber gut. So, Geld haben wir ausgegeben. Es ist jetzt Schlafenszeit. Das heißt, die ganzen Gefangenen bewegen sich innerhalb weniger Sekunden schnurstracks in Richtung ihrer Zellen. Alle brav hier oben durch diesen wunderschönen Gruppenraum durch. Zack, 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 zack. Alle ab in die Zellen. Ich hoffe mal, in wenigen Sekunden sollten alle weg sein. Und wenn alle in ihren Zellen drin sind, können wir ja diese Folge für heute auch beenden. In diesem Fall. Deswegen, liebe Leute, ich wünsche euch erstmal wieder ganz herzlich alles Gute, wie üblich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.